Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update und ich habe die geilsten News für Apex Legends, seitdem es die Xbox Series X und die PS5 gibt. Völlig unangekündigt kommt endlich heute zum Warriors Collection Event das Next Gen Update für beide Konsolen. Es wird Zeit, lange haben wir gewartet. Hier ist der Post dazu und ich habe gleich noch zwei wichtige Dinge anzumerken. Zum einen seht ihr es wahrscheinlich gleich selber. Ich war ein bisschen schockiert. Ich habe aber weitere Informationen. Und zwar seht ihr zum einen 4K-Output für beide Konsolen. Und da kommt es nämlich schon. Dieser Punkt hier, wo sich mein Finger befindet, Full 60 Hertz oder 60 FPS von mir aus Gameplay, HDR, High Resolution, hast du nicht gesehen und so weiter. Und ich dachte mir so, Respawn selber hat gesagt, das Ziel sind 120 FPS und jetzt kommt's. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Es gibt noch einen Post, den hat man nicht auf sämtlichen Plattformen gesehen. Die 120 Hertz oder eben FPS, die kommen definitiv noch, aber nicht in dem Update. Wann? Irgendwann in der Zukunft. Müssen wir leider abwarten. Ich finde es sehr, sehr schade dafür, dass Respawn anderthalb Jahre fast Zeit hatte, seitdem es die Next-Gen-Konsolen gibt. Ein bisschen schwach, meine ehrliche Meinung, aber vorerst besser als nichts. Und in kommenden Updates kommen noch Funktionen für die adaptiven Trigger, die die PS5-Controller haben, haptisches Feedback und so weiter, visuelle Verbesserungen und auch Audio-Verbesserungen. Bin ich mal gespannt, ob die Audio-Verbesserungen vielleicht auf den Next-Gen-Konsolen ein bisschen besser laufen. Und wenn man da nicht vielleicht sogar einen kleineren Vorteil, was ich jetzt aber nicht glaube. Jetzt kommen wir zum zweiten Part, der ist nämlich extrem wichtig. Viele haben früher schon sehr häufig gefragt, wie sieht denn das dann aus mit dem Update? Habe ich dann auf einmal meine 120 FPS oder eben jetzt leider immer noch die 60 FPS? Ganz wichtig, das Next Gen Update ist ein eigenständiges, neues Spiel in Anführungszeichen. Ihr müsst euch quasi eine neue Apex-Version runterladen. Natürlich habt ihr weiterhin eure Fortschritte, Badges, Skins und den ganzen Kram. Aber es ist nicht so, dass das PS4 oder die PS4-Variante ein Update bekommt und dann überspielt ihr das und dann habt ihr PS5-Variante. Einzig bei der Xbox, warum das die PlayStation oder Sony im Allgemeinen nicht hinkriegt, keine Ahnung. Das sind die Instructions für die PlayStation gewesen. Bei der Xbox muss man gar nichts machen. Die Xbox ist in der Lage, was ich total geil finde, das selber zu erkennen und ich sage mal, überschreibt oder übermittelt dann automatisch die aktuell neue Version. Also wie gesagt, hier übersetzen könnt ihr euch das sicherlich selber soweit. Auf jeden Fall müsst ihr keine weiteren Schritte unternehmen, steht ganz unten. Aber für die PlayStation ist es einfach so, dass wir in den Game Hub uns oder ins Dashboard der PS5 navigieren müssen, gehen auf Apex Legends, dort kommen wir in dieses Game Hub Menü, wo wir, ich glaube, es müsste die Starttaste sein. Dort gibt es ja diesen Reiter Updates prüfen und so weiter und so fort. Und dort sollte dann laut diesen Instructions Select Version erscheinen. Und dort können wir die PS5-Variante auswählen und dann wird die heruntergeladen. Sobald ihr die heruntergeladen habt, könnt ihr in der Bibliothek die PS4-Version löschen, weil ihr sonst zwei Versionen von Apex Legends auf eurer Konsole habt. Mehr gibt es erstmal nicht. Sollte das mit diesen Optionen Start hin und her nicht so funktionieren, würde ich einfach mal im Store genauer gucken. Müssen wir dann sehen, wenn es heute Nachmittag soweit ist. Ich gehe davon aus, dass wir durch die Zeitumstellung vielleicht 18 Uhr schon den Eventstart und das Update haben. Müssen wir mal sehen. Ich bin auf jeden Fall heute live auf Twitch mit Apex Legends am Start. Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich auf euch. Und dass wir endlich das Next-Gen-Update bekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Livestream kurz vorbeischaltet. Wenn nicht, auch noch okay. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.